Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Kirby's Adventure. Ja, ich wurde darauf hingewiesen, ich habe Kirby noch gar nicht gespielt, weil hätte ich das schon längst zocken müssen bei meiner alphabetischen Reihenfolge und das holen wir heute nach. Doch, bevor es losgeht, habe ich wie so oft für euch einen kleinen Trailer rausgesucht. Ich mag die so sehr und ich denke, ihr mögt die auch. Also, Trailer ab. Who's Kirby? Behind the flabby facade, a physical powerhouse. A street fighter. A weapons expert. He's whatever the situation demands. In Kirby's Adventure, evil King Dedede stolen Dreamland's dreams. Now Kirby's fighting to get them back, level by nightmarish level. That's Kirby. He's cute. Till you cross him, then he's one tough cream puff. Kirby's Adventure on NES. Ja, super. Das war einer der, ich glaube es gab mehrere, einer der vielen Trailer zu Kirby's Adventure am NES. Und wir starten da gleich mal rein. Ihr werdet es wahrscheinlich kaum fassen, aber ich glaube, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Schande über mich. Mein allererstes Mal Kirby Adventure und das gleich mit euch. Ich bin gespannt. Grafik ist schon mal super. Feier ich total. Aha, okay, das ist mit diesen komischen Eingängen da überall, das kenne ich. Ich kann fliegen, ich kann spucken, ich kann saugen, ich kann Start drücken und kriege einen Hinweis, welchen Status ich habe. Und ich kann Select drücken und da passiert, glaube ich, gar nichts. Gut, ich fliege da mal rauf, gibt es da irgendwas zum Entdecken da? Nö. Kann ich da irgendwie noch einen Stampfattack oder so machen? Nein. Gut. Ja, ich will es ja euch nicht verschweigen, ich bin normal nicht so der große Kirby-Fan. Kann es auch nicht genau beschreiben, warum. Aber ich mag natürlich gute NES-Games und... Oh, okay, jetzt habe ich mich verwandelt und kann diese Attacke von den Gegnern machen. Wie für Kirby üblich? Ja, ich kenne natürlich Kirby-Spiele und die Mechaniken. Aha, okay, die Gegner respawnen relativ schnell wieder. Ja, die Grafik ist schon ziemlich fein. Da gibt es nicht viel auszusetzen. Hübsch gepixelt hier der Grund. Man weiß genau, wo man, also was Hintergrund ist und was nicht. Das ist ja bei manchen Games nicht ganz so klar. Da muss ich fliegen, okay. Und da kann ich reingehen ins Loch und komme weiter, oder? Genau, so ist es auch. Sound passt auch. Ja, ich glaube, es ist eines der besten NES-Games, was ich so gelesen habe. Wie konnte ich das vergessen? Keine Ahnung. In meiner Spielesammlung war es nicht drinnen und deswegen habe ich das wohl übersprungen. Ich schaue meistens nur in der Sammlung nach und nicht in der Liste. Sollte ich vielleicht mal ändern. Aber egal. So habt ihr auch was zu tun und könnt mich darauf hinweisen, wenn ich mal was vergessen habe. Wow. Generell freut mich ja immer sehr über Kommentare. Zu allen NES-Games natürlich. Wow. Okay. Also ich mag diesen Schlag, den ich da jetzt gerade habe. Das finde ich ganz praktisch. Mal schauen. Ich glaube, den behalte ich noch eine Weile. Ach, die kenne ich. Ja, also ich habe den ersten... falsche Taste gedrückt, ich trottel. Okay, jetzt habe ich den... jetzt kann ich die Fähigkeit von dem nehmen und jetzt kann ich auch Feuer spucken. Ha! Ja, ich bin erstmals mit Kirby in Berührung gekommen, ganz absurderweise, mit Kirby's Pinball Land am Game Boy. Ich glaube, es hat so geheißen, Kirby's Pinball Land. Und das war mein erstes Kirby. Ich wusste zwar auch damals schon, dass Kirby irgendwie nicht nur dieses Pinball Land gemacht hat, aber ich hatte irgendwie nur das. Ich hatte auch lange Zeit nur den Game Boy, also ich habe den NES ja relativ spät bekommen. Ich habe den NES bekommen, da gab es schon den Super Nintendo. Und habe
damals ganz unverhofft einfach so den NES bekommen von meinem Vater. Das war irgendwie besser als Weihnachten. Weiß nicht, wieso er das getan hat, aber ich bin sehr dankbar dafür. Auch weiter noch. Sonst hätte ich vielleicht nie ein NES gehabt. So, da gehen wir mal da weiter. Ja, das ist auch der Grund, warum ich überhaupt mit dem NES in Verbindung gekommen wäre. Also ohne dem hätte ich den NES damals zu Super Nintendo Zeiten nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob ich dann jemals einen Super Nintendo gehabt hätte. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Game Boy habe ich ja auch gezockt wie bekloppt. Der schießt mich da ab und kann ich den da irgendwie wegbrezeln? Nein, der ist immun gegen Feuer. Dann fliegt mir da einfach drüber. Was bist du für einer? Die Steuerung ist Wahnsinn. Ist das eigentlich relativ komplex für ein NES-Game? Was ist das? Da gibt es einen Bonus? Da? Ist das ein Bonus? Ja, ein Bonus. Aha. Okay. Wo bin ich jetzt gelandet? Irgendwo ganz anders. Ich sehe schon, also 10 Minuten jedes NES-Game ist das Format, aber ich tue mir manchmal schwer, wenn die Spiele so gut sind. Und ich spiele jetzt schon 6. Voll auf die Schnauze. Nein, kann ich nicht. Ich will den Stern. Ich will den Stern. Jetzt kann ich irgendwie nichts mehr. Okay. Ah, vielleicht muss ich eine Bombe einsaugen. Ja. Nein, das so geht es jedenfalls nicht. Gib mir eine Bombe, Junge. Die Bombe irgendwie. Wie kann ich da jetzt schießen? Ah, ich check's nicht ganz. Ich sterbe gleich. Aha, ich kann da die Bombe abschießen, aber. Ja, ich habe ihn abgeschossen. Sehr gut. So geht's. Okay. Jetzt, wo ich es verstanden habe, bin ich natürlich instant tot. Aber ist eigentlich nicht so ein schweres Spiel, finde ich, aber. Da habe ich mich jetzt einfach blöd angestellt. Brauchen wir nicht mit den heißen Brei reden. Einfach schlecht gemacht, ja. Okay, weiter geht's hier. Komm schon, gib mir eine Bombe. Ja. Besten drüber wegfliegen einfach. Nächste Bombe holen. Weggebrezelt. Einen Schuss noch, come on. So, komm. Gib mir noch eine Bombe und tschüss. War ja easy. War ja super easy eigentlich. Was soll das? War das überhaupt ein Endgegner? Jetzt rede ich groß natürlich, nachdem ich einmal versagt habe. So, rein da. Ah, das schaut natürlich auch cool aus. Kann ich jetzt irgendwas Besonderes? Ja, jetzt kann ich wieder Feuer machen. Sehr gut. Feuer, Kirby. Ich erinnere mich gerade, ich habe, glaube ich, Kirby auf der Switch gespielt. Nicht auf der Switch, auf der Wii U gespielt. Das war auch ziemlich cool. Auf der Wii U. War ein ziemlich gutes Game. Habe ich für ganz, ganz wenig Geld bekommen. Wie die Wii U so ganz langsam am Abkratzen war. Also langsam. Eigentlich hat die nie wirklich gelebt, oder? Und da habe ich mir das geholt für ganz kleines Geld, weil es niemand haben wollte. Ich glaube für 10 Euro oder so. Und ich bin jetzt nicht hier. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Schwachsinn. Das war ein View geben und kein Video. So, da kriege ich das da. Ah, da komme ich nicht drauf. Blöd. Ne? Ah! Okay, das kann ich auch. Gut, da komme ich nach 9 Minuten drauf, dass ich das auch kann. Aha, weggespuckt. Weggespuckt das Zeug. Könntest du bitte beiseite gehen? Ich möchte da rauf. Danke. Weggespuckt. Ich wollte dich einsaugen, egal. Ah, den kann ich da. Ich wollte dich einsaugen. Okay, macht nichts. Nicht eingesaugt, weiter geht's. Aber Leute, für ein NES-Game, puh. Schon verdammt gut. Verdammt gut. Das ist ja vom Niveau her
Von Grafik und Gameplay wie Mario Bros. 3. Wahnsinns-Game. Krass. Also das fühlt sich schon wieder... Es ist eins dieser NES-Games, die sich schon verdammt nach Super Nintendo anfühlen. Wieso komme ich da erst jetzt dazu, das zu spielen? Naja, kein Kirby-Fan halt. Man möge es mir verzeihen. Aha, da habe ich 2 abgeschlossen. 1, 2 und da komme ich jetzt weiter zu 3. Ich schaue da noch rein, 7 Minuten sind um, aber Leute, was soll's? Was soll's? Das ist ein gutes Game. Bisschen geht noch. Das schreit eigentlich mal nach einem längeren Let's Play. Eigentlich schreit das nochmal nach einem längeren Let's Play. Vielleicht mache ich da mal was live. Das bleibt auf jeden Fall in meinen Kopf mal hängen, dass ich das vielleicht mal länger zock. Kann da auch einfach durchfliegen, oder? Okay, kriegt halt nicht so viele Punkte, aber... weg damit! Da rein. Der Sound ist... Der Sound ist ganz gut, aber... Sagen wir mal so, es ist durchaus noch... Es wäre Luft nach oben. Aber ich mag ihn. Ah, und die Grafik, alter Falter. Ich weiß ja, wie schwer es Pixelgrafiken. Wie schwer es ist, solche Pixelgrafiken zu machen. Und die sind echt verdammt gut hier. Muss ich das so genauer hier anschauen hier. Und leid, wenn ich da nicht so durchrushe, aber diese Pixelgrafiken. Also, dass man immer weiß, wo hier, wo man drauf steht. Da wurde echt viel Wert drauf gelegt. Man sieht immer, was ist Hintergrund und was nicht. Das ist. Wichtig, das ist wichtig, sowas machen nicht alle Games gut. Was ich auch bemerke ist, man sieht relativ gut nach rechts. Also wenn ich nach rechts gehe, sehe ich auch relativ gut. Das kann man jetzt hier jetzt schwer sehen, aber der hat mich weggefressen. So ein blöden Kopf. Aber man sieht relativ gut in die Richtung, in die man geht. Also man muss jetzt nie. Seht ihr, was ich meine? Also wenn ich gerade zurück, bleibt er relativ in der Mitte. Und auch nach vor ist mehr als die Hälfte des Bildschirms Platz. Leute, da hat mal wer mitgedacht. Na, ist halt ein Nintendo Game. Ist halt ein Nintendo Game. Die Jungs wussten immer schon, wie man Games macht. Ansonsten wären sie natürlich nicht so erfolgreich gewesen. Krass gut. Ist schon krass gut, ja. Ja, natürlich nicht ganz unvoreingenommen das Spiel gar nicht. Ich wusste schon vorher, dass das ganz fein ist, aber jo, dass das so gut ist. Lecker Schlecker Kirby. Ah ja, das kann man instant so heute noch spielen, macht Spaß. Wahnsinn. Drei gemeistert und jetzt wird es weitergehen zu 4. Leute, ich speichere mich hier ab. Ich speichere mich hier mal. Und vielleicht spiele ich das irgendwann nochmal. Ist ein richtig, richtig feines Game. Ja, vielleicht spiele ich das nochmal länger. In einem Livestream mal schauen. Falls ihr auf sowas Bock habt, könnt ihr euch gerne melden. Ansonsten mache ich es vielleicht trotzdem. Daumen hoch, wenn ihr Spaß hattet mit mir und mit Kirby. Lasst uns ein bisschen über Kirby diskutieren. Welcher Kirby-Teil ist eurer Meinung nach der beste? Klärt mich da mal ein bisschen auf. Ich kenne nicht so viele Kirby-Teile, zu meiner Schande. Ansonsten, abonnieren ist natürlich nicht verkehrt. Jeden Tag, nein, nicht jeden Tag, aber relativ oft ein neues NES geben. Und ansonsten sage ich ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Und immer schön brav NES zocken. Ja, ja.